Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem letzten BEVH-Seminar oder Webinar vor der wohlverdienten Sommerpause. Wir haben, das haben Sie ja gemerkt, noch ein Webinar drangehängt aus aktuellem Anlass. Und dieses Webinar ist jetzt gleich in dreifacher Hinsicht eine Premiere. Zum einen machen wir das Webinar zu dritt, nämlich mit unserer neuen Kollegin Nicole Beranek-Zanon aus der Schweiz, der Erik Petersen, der hier neben mir sitzt in unserem Podcastzimmer in Berlin, und mit mir, Martin Schirmbacher. Novum in zweiter Hinsicht, weil wir eben mit der Nicole das Webinar zusammen machen. Nicole Beranek-Zanon ist Kollegin in der Schweiz und seit 1. Juli Härting Rechtsanwälte in der Schweiz. Herzlich willkommen, Nicole, und vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze zu dir kurz sagen für die Zuhörenden. Danke dir vielmals, Martin. Ich freue mich sehr auf unser erstes gemeinsames Webinar. War ich selbstständig die letzten fast 10 Jahre, davor in-house bei Switch. Das ist das National Research and Education Network und die Domain Name Registry in der Schweiz. Also ich habe von der Pike auf Erfahrung, wie das Internet funktioniert. Und IT ist mein Schwerpunktthema und damit kommt halt auch Datenschutz in einem sehr ausgeprägten Maß. Genau, und Novum jetzt, dass wir dieses Webinar zusammen machen, aber ich habe bei dir schon bei den Privacy Talks mitgemacht. Unser Kollege Nico Herting hat bei dir schon viel gesprochen. Insofern arbeiten wir schon lange zusammen. Ändert sich eigentlich für uns gar nicht so furchtbar viel, außer dass wir das vielleicht noch ein bisschen intensivieren und jetzt eben unter gemeinsamer Flagge fahren. Genau, und du und dein Team, deshalb passt es für uns natürlich insbesondere, dass wir da jetzt zusammenarbeiten, macht letztlich genau dieselben Bereiche, die wir machen: IT, Datenschutz, E-Commerce, IP und ein gehöriges Stück Litigation. Ja, und neben mir hatte ich schon gesagt, sitzt Erik Petersen, der jetzt hier ja Warteschleifenreferendar, wie wir liebevoll sagen, in Berlin ist. Hallo Erik. Hallo, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Kurz zu mir. Ich bin seit 2 Monaten mit dabei bei Härting hier in Berlin, habe Jura in München studiert und in Bayern mein erstes Examen gemacht. Und genau, bin jetzt hier in der Warteschleife aufs Referendariat und freue mich sehr, mit jetzt hier bei Härting dabei zu sein und auch jetzt hier mit das erste Webinar mitmachen zu dürfen. Und von 0 auf 100 zum SEC-Experten oder zum Experten der neuen SEC aufgestiegen. Mit den alten hatten wir ja nun alle auch in ausreichendem, naja, wie man es nimmt, ausreichendem Umfang zu tun. Ja, wie immer, die allermeisten von Ihnen sind sozusagen Wiederholungstäter. Deshalb kann ich mich bei der Technik darauf beschränken, darauf zu verweisen, dass alles ist wie immer. Ja, wir haben einen kleinen Slot für Fragen eingeplant für das Ende. Sie können aber Ihre Fragen jederzeit in dem dafür vorgesehenen Fragefenster stellen, und wir sammeln die dann und werden so wie Sie beantworten können, versuchen am Ende zu beantworten, sehen aber zu, dass wir hier pünktlich um 11 alle Zuhörenden in den Arbeitstag entlassen können. Ja, was haben wir vor heute? Ja, uns geht es nicht in erster Linie darum, jetzt die Feinheiten und Unklarheiten der neuen Standardvertragsklauseln zu beachten. Und ja, da werden viele Leute viel Gutes und weniger Gutes und Kluges und weniger Kluges schreiben dazu. Und da werden natürlich auch die Gerichte mit befasst werden. Schon jetzt sind ja die ersten Fälle, wo man nicht so richtig weiß, was will uns eigentlich die Kommission damit sagen, zutage getreten. Uns geht es aber vielmehr um den konkreten Handlungsbedarf, um die Praxis. Was muss man denn jetzt eigentlich machen? Wir werden natürlich einführend, ja, schon damit alle jetzt auf einem Level sind, ganz kurz sagen, was überhaupt mit den Standardvertragsklauseln auf sich hat. Und dann mag es die eine oder den anderen auch geben, der oder die sich bisher irgendwie dachte, na, irgendwann muss ich mich damit jetzt mal befassen und vielleicht höre ich mir dieses Webinar an. Deshalb haben wir natürlich auch ein Intro dazu, was denn jetzt so eigentlich neu ist an den SECs vorgesehen, dazu, was die Aufsichtsbehörden sagen und bis wann denn da nun eigentlich akuter Handlungsbedarf besteht. Ja, wir wollen uns aber vor allem austauschen dazu, was gibt es jetzt für Handlungsempfehlungen, welche Maßnahmen muss man denn jetzt als E-Commerce-Unternehmen, und viele von Ihnen sind ja BEVH-Mitglieder und damit im E-Commerce tätig, denn nun konkret machen, um mit dieser neuen Rechtslage
klarzukommen. Und ganz zum Schluss werden wir sicherlich auch noch mal kurz erwähnen, was wir da anbieten können und wo wir jetzt in der Vergangenheit schon geholfen haben. Ich mache mal ganz kurzes Intro zu Drittstaatsübermittlung und Standardvertragsklauseln. Für die, die den ganzen Tag Datenschutz machen, das können jetzt weghören, da ist das sicherlich nichts Neues. Es geht um Artikel 44 folgende der DSGVO. Wenn personenbezogene Daten ins Drittland, das heißt in ein Land außerhalb der EU oder des EWR übermittelt werden, dann bedarf es einer gesonderten Rechtfertigung, so sagt es die DSGVO. Schon wenn ich auf meiner Website Google Analytics einsetze oder Mailchimp für meine E-Mails verwende, dann selbst wenn im Fall von Analytics man da mit Pseudonymen umgeht, ist man also drin im Anwendungsbereich der DSGVO und damit im Anwendungsbereich auch von Artikel 44 und muss letztlich eine zweistufige Prüfung machen, nämlich ist die Übermittlung, wozu übrigens auch ein Zugriff ausreichen kann, ist die Übermittlung als solche gerechtfertigt an ein drittes Unternehmen? Und die zweite Prüfung, darf ich das eigentlich in angesichts dessen, dass das eben ins EU-Ausland geht, noch machen? Diese Rechtfertigung der Drittstaatenübermittlung kann auf verschiedene Weise passieren. Die kann passieren, indem man, weil es einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gibt. So ist es zum Beispiel Gott sei Dank für die Schweiz der Fall, sodass der Datentransfer zwischen der Deutschland und der Schweiz zum Beispiel kein zusätzliches Hindernis ist. Und ich glaube, seit vorgestern gilt es jetzt auch wieder für das UK. Da hat man sich dann also geeinigt und auch einen Angemessenheitsbeschluss verfasst. Einen solchen Angemessenheitsbeschluss gibt es aber nicht für die USA, gibt es nicht für bisher jedenfalls Südkorea oder jetzt doch? Nee, auch noch nicht. Für Russland, für Mexiko und so weiter. In all solche Länder muss man halt gesondert prüfen und gesonderte Garantien nach Artikel 46 finden. Und solche Garantie, da kommen jetzt die Standardvertragsklauseln ins Spiel, können eben der Abschluss von Standardvertragsklauseln sein, die also zwischen zwei Parteien, dem Exporteur und dem Importeur oder umgekehrt, abgeschlossen werden. Letztlich simuliert man, dass dann jedenfalls mal bei diesem Empfänger das Datenschutzniveau so ist, dass wir keine übermäßigen Bauchschmerzen haben, dass die personenbezogenen Daten an diesen konkreten Empfänger zu senden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Binding Corporate Rules mühsam abzuschließen. Das letzte Verfahren, was Sie da begleitet haben, war sehr, sehr lang und involviert natürlich die Aufsichtsbehörden. In ganz besonderen Fällen kann man es auch mit einer Einwilligung regeln, der Scope dort ist, auch umstritten. So, heute geht es aber um die Standardvertragsklauseln, die eben einen Teil, eine Möglichkeit sind. Jetzt sagen wir immer wir, da meinen wir jetzt erstmal den Datentransfer aus der Europäischen Union ins EU-Ausland. Nicole, vielleicht dich kurz angesprochen, wie sieht es jetzt aus mit der Schweiz? Warum interessiert ihr euch überhaupt für EU-Standarddatenschutzklauseln? Genau, also wir haben eine ziemlich ähnliche oder identische Regelung in Artikel 6 des derzeit noch geltenden Datenschutzgesetzes. Vielleicht hier ganz kurz als Klammerbemerkung. Das neue Schweizer Datenschutzgesetz wird voraussichtlich ab zweite Hälfte nächsten Jahres in Kraft treten oder noch später. Also dort gibt es kleine Änderungen, wobei diese Klausel im neuen Gesetz ziemlich auch wieder ähnlich aussieht. Und Sie sehen, dass auch hier ein zweistufiges Verfahren ist, also in Absatz 1 zuerst einmal der Grundsatz, keine schwerwiegende Gefährdung als erster Grundsatz und als zweiter Grundsatz dann eigentlich auch dass ein angemessener Schutz vorhanden sein muss. Und dazu kann man eben hinreichende Garantien haben, eben Angemessenheitsbeschluss oder eben auch vertragliche Vereinbarungen. Und dazu zählen wir in der Schweiz die Standard Contractual Clauses, die wir bereits bis anhin unbesehen übernommen haben von der Europäischen Union, natürlich mit der
Anpassung, der kleinen kosmetischen Anpassung noch auf Schweizer Recht und Schweizer Gerichtsstand und, das wissen vermutlich auch viele von Ihnen, auch der Ausdehnung, was denn Personendaten sind, weil unter dem geltenden Gesetz sind juristische Personen noch mit umfasst im Personendatenschutz. Vielleicht auch noch ganz kurz, weil du es vorher angesprochen hast, Angemessenheitsbeschluss zur Schweiz. Der ist von der EU-Kommission im Moment noch ausgesetzt bzw. mehrfach verschoben worden. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil die Ausführungsverordnung bis letzte Woche noch nicht vorlag und auch jetzt erst im Rahmen des politischen Prozesses finalisiert wird. Bis Ende Jahr würde ich mal schätzen, also bis Ende Oktober ist die Stellungnahmefrist. Also wenn Sie da Interesse haben, eine Stellungnahme abzugeben, zum Beispiel politisch, dann würden wir Sie da auch gerne zum Beispiel unterstützen. Dort ist eigentlich so das Strichchen-Prinzip anwendbar. Je mehr Vernehmende zu einem Punkt in die eine Richtung tendieren, umso eher kommt das dann in die Verordnung rein. Das ist das eine. Angemessenheitsbeschluss Schweiz oder EU ist quasi im Auge zu behalten. Und der zweite Punkt, bei den Corporate Rules ist es so, dass es also in Zukunft nicht so sein wird, wenn man in der Schweiz bei den Corporate Rules genehmigt hat von dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, dem EDÖP, dass diese dann in der EU gelten. Es gibt keine entsprechenden Bestimmungen in der DSGVO. Vice versa wird das aber der Fall sein. Das bedeutet, dass für BCRs-Genehmigungen suchen Sie sich am besten einen Standort in der EU und damit haben Sie dann das relativ einfach auch abgesegnet in der Schweiz. Vielleicht zeigst du mal noch die nächste Slide, Martin, bitte. Genau, also seit 18. Juni hat der EDÖP nochmals ein Prüfschema publiziert auf seiner Webseite und hier eigentlich nur der schematische Auszug. Also Sie sehen hier mit N1 quasi der erste Schritt der Prüfung und der zweite Schritt dann eben wird in ein Drittland exportiert, dass ein Angemessenheitsbeschluss, wo ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt, und zwar der Beschluss des EDÖPs, der führt eine sogenannte Staatenliste, die ist auf seiner Webseite aufrufbar. Das ist so die erste Prüfung. Wenn da ein Land drauf ist, dann ist das eigentlich angemessen und da kann man weiter fortfahren. Und falls nicht, dann muss man weiterprüfen. Das wäre dann auf der nächsten Slide. Genau, und dann hier sehen wir eigentlich das detaillierte Prüfschema. Ich lasse Sie das gerne nachschauen. Aber was wirklich interessant ist hier, analog Schrems 2, sollte man eigentlich eine Analyse vornehmen der Sach- und Rechtslage im Drittland. Und dazu hat der EDÖP dann in seinem Anhang 2 einen ganzen Fragenkatalog betreffend Cloud Act und FISA etabliert, aber nicht nur anwendbar auf die USA, auch für andere Staaten, den man gut als, sagen wir mal, als Muster nehmen kann für diese entsprechenden Klärungen. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Natürlich müsste man den noch auf Englisch übersetzen. Aber das ist mal so grob das Schema. Genau. Genau, jetzt bist du schon dabei. Dann wollen wir noch mal kurz wissen, wie jetzt sozusagen die Standardvertragsklauseln bei euch implementiert werden. Vielleicht sagst du da noch ganz kurz, was man da jetzt eigentlich tun muss in der Schweiz, ja, eigentlich schon nach geltendem Recht und wie das dann in Zukunft ist, bevor wir dann sagen, was jetzt eigentlich tatsächlich neu ist an den SCCs. Also ich habe es eigentlich schon fast ein bisschen vorweggenommen vorhin, eben eine Ergänzung wegen der juristischen Personen, weil unser Personendatenbegriff halt anders ist, der beinhaltet auch die juristischen Personen und dann die Anwendung von Schweizer Recht und Schweizer Gerichtsstand. Wir hatten im Vorfeld eine sehr spannende Diskussion, die eigentlich auch schon für die geltenden SECs gilt. Also wenn man jetzt zum Beispiel zentral aus Deutschland IT-Dienstleistungen für einen Konzern provisioned, dann müsste man in die SECs natürlich hineinschreiben, dass
deutsches Recht oder EU-Recht anwendbar ist für diese Verfahren betreffend der deutschen Gesellschaften und für die Verfahren der Schweizer Gesellschaft natürlich dann Schweizer Recht. Also Beispiel, Muttergesellschaft in Deutschland schließt einen Rahmenvertrag mit Microsoft für alle ihre Affiliates ab, dann müsste eigentlich müssten die SECs sowohl auf deutsches Recht anwendbar gemacht werden für die deutschen Entities und vielleicht auch die EU-Entities, aber auch eben für die Schweizer Affiliate nach Schweizer Recht und Schweizer Gerichtsstand. Das heißt, man muss das relativ fein ziseliert hier noch ergänzen. Was die neuen SECs betrifft, und das ist das, was ja uns ganz speziell hier auch interessiert, da warten wir im Moment noch auf eine Pressemitteilung des ADEP. Ich habe gerade vorhin noch mal geguckt, ob jetzt da was gekommen ist, weil man mir letzte Woche versichert hat, dass dazu diese Woche eine Pressemitteilung stattfinden wird. Aber im Moment ist der ADEP gemäß sehr aktuellem Auszug immer noch daran, diese SECs zu prüfen. Die Woche ist ja auch noch nicht um, Nicole. Sei nicht nein, die Woche ist noch eben nicht um, aber genau. Also ich erwarte, und ich habe das auch in der Diskussion mit dem ADEP so angedeutet, ich erwarte eigentlich, dass die Schweiz die SECs so übernimmt. Best case wird der ADEP vielleicht noch eine Handlungsanleitung publizieren. Gut, so viel also zu dem, warum das auch für alle Unternehmen, die Datentransfer in die Schweiz zu tun haben, sei es aus der Schweiz oder sei es in die Schweiz, jetzt mal einen Schnelldurchlauf, was denn jetzt eigentlich neu ist, Erik, zu den Standardvertragsklauseln, die wir jetzt neu haben. Gut, beginnen wir am besten einfach mal kurz mit noch einer schnellen Begrifflichkeit oder einer Übersicht, was die Standardvertragsklauseln oder Standarddatenschutzklauseln in der DSGVO überhaupt sind. Wir haben hier ein bisschen das Problem, dass die EU-Kommission hier zwei verschiedene Instrumente mit gleich bezeichnet, obwohl sie begrifflich in der DSGVO unterschiedlich angelegt sind. Wir haben nämlich in Artikel 46 Absatz 2 Litera C der DSGVO, wo es eben um den Drittstaatentransfer geht, da werden eigentlich die Standarddatenschutzklauseln benannt, während in Artikel 28 Absatz 7 die Standardvertragsklauseln benannt werden. Das ist dann die klassische Auftragsverarbeitung, wo die EU-Kommission die Kompetenz hat, hier entsprechende Mustervertragswerke zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig spricht aber, wie eben angesprochen, die EU allgemein von den Standardvertragsklauseln, was auch der geläufige Sprachgebrauch ist. Den haben wir zum Beispiel auch hier im Webinar übernommen, ist aber dann in der Anwendung und der Praxis auf jeden Fall wichtig zu beachten, nicht, dass da mit Kunden oder Kollegen Missverständnisse entstehen, welche Standardvertragsklauseln jetzt überhaupt gemeint sind. Wir haben zwei Durchführungsbeschlüsse der EU-Kommission vom 4. Juni, die dann am 7. Juni im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurden. Interessant ist hier auch für das Webinar hauptsächlich der zum internationalen Drittstaatentransfer. Den anderen würden wir, soweit es geht, eigentlich erstmal ausklammern. Ich gehe nochmal kurz darauf ein. Und genau, also die neuen Standardvertragsklauseln, wie eben angesprochen, sind am 7. Juni im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden und lösen die alten Standardvertragsklauseln ab, die noch unter Geltung der alten Datenschutzrichtlinie erlassen wurden und die schon aus dem Jahr 2001 bzw. 2004 und 2010 datieren. Genau, in den neuen Standardvertragsklauseln, ich bleibe jetzt bei dem Terminus, haben wir eigentlich zwei hauptsächliche Neuerungen. Das sind zum einen, haben wir eine generelle Anpassung an Vorgaben und Begrifflichkeiten der DSGVO, was eigentlich auch ein bisschen überfällig war, dadurch, dass die DSGVO jetzt schon mittlerweile seit 3 Jahren oder über 3 Jahren in Kraft ist und die Standardvertragsklauseln eben noch unter Geltung der Datenschutzrichtlinie ein bisschen andere Begrifflichkeiten benutzt haben. Und wir haben jetzt hier in Abhängigkeit dann auch der verschiedenen Module, wo ich gleich drauf eingehen werde, gewisse DSGVO-Vorgaben mit eingebaut. Gleichzeitig eigentlich auch drängendster Punkt ist, dass die Standardvertragsklauseln nunmehr versuchen, die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs aus der Schrems II-Entscheidung von Juli vergangenen Jahres mit umzusetzen und einzubauen, was dann gleich noch zur Sprache kommt.
zentrale Neuerung ist und was auch auf jeden Fall dann interessant sein wird für die Praxis und für die Anwendung, dass der Aufbau eben der Standardvertragsklauseln zum internationalen Drittstaatentransfer, der sich wirklich geändert hat. Also ich muss nicht mehr nur auswählen das richtige Set, also an Standardvertragsklauseln, sondern ich habe jetzt halt in einem Dokument verschiedene Module angelegt. Die sind hier auch aufgelistet. Wir haben Modul 1 bis 4. Modul 1 und 2 gab es im Prinzip schon als Standardvertragsklauseln. Die sind, wie gesagt, werden dann abgelöst zum Umsetzungszeitfenster oder Zeitplan, kommen wir auch noch später. Und ich habe eben jetzt aber 4 Module und das ist alles in einem Dokument geregelt, sodass ich da auch durchaus aufpassen muss, dass ich mich im richtigen Modul bewege, wenn ich einen gewissen Sachverhalt regeln möchte mit Standardvertragsklauseln. Das Modul 1 ist der klassische Controller-to-Controller, die Controller-to-Controller-Beziehung. Modul 2 dann eben Controller-to-Processor. Und mit Modul 3 und Modul 4 kommen dann eben doch Neuerungen jetzt auch hinzu, weil ich eben jetzt die Möglichkeit auch habe, dass zum Beispiel ein in der EU ansässiger Auftragsverarbeiter jetzt auch Standardvertragsklauseln mit seinen Unterauftragnehmern vereinbaren kann, was mit den bisherigen Standardvertragsklauseln eher leidlich geklappt hat. Da wurden ja vielfältige Hilfskonstruktionen bemüht oder es soll auch vorgekommen sein, dass dann der Verantwortliche selber mit dem Unterauftragnehmer die Standardvertragsklauseln abgeschlossen hatte, was aber ja zu wahnsinnig viel Aufwand geführt hat und was auch irgendwie ein bisschen misslich war, die ganze Situation. Darauf wurde jetzt eben reagiert. Wir haben mit diesem Modul 3 jetzt eine Möglichkeit eben auch, dass diese Verarbeitungsketten abgebildet werden über Standardvertragsklauseln. Und Modul 4, noch kurz darauf einzugehen, ist genau der umgekehrte Fall. Also wenn ein in der EU ansässiger Auftragsverarbeiter die Daten dann an einen Verantwortlichen außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums übermitteln möchte, bei dem Modul 4 sei noch vorausgesagt, dass man da nochmal besonders vorsichtig sein muss, weil hier in den Standardvertragsklauseln gewisse Klauseln nicht zur Anwendung kommen sollen oder nur optional. Da ist dann nochmal erhöhte Vorsicht geboten, ohne dass wir da jetzt aber noch spezifischer drauf eingehen wollen. Klausel 14, also auch eine der zentralen Neuerungen, ist eben das durch die Schrems II-Entscheidung entwickelte Transfer Impact Assessment, also eine Datentransferfolgeabschätzung. Die wird jetzt eben versucht, in die Standardvertragsklauseln einzubauen. Und hier sind eben dann im Rahmen der Übermittlung oder nicht nur im Rahmen der Übermittlung, sondern bereits vor der Übermittlung vielzählige oder vielfältige Umstände einzuberechnen. Die genaue Auflistung haben wir uns jetzt gespart. Die kann man auch selber nachlesen dann. Ist auf jeden Fall ein größerer Katalog. Und ganz wichtig, eben die relevanten Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten des Bestimmungsdrittlands, also insbesondere zur Offenlegung gegenüber Behörden oder Zugangsmöglichkeiten von Behörden staatlicherseits zu personenbezogenen Daten, die dann eben in dem Drittland verarbeitet werden. Und dann noch die zusätzlichen vertraglichen, technischen oder organisatorischen Garantien, die eben den Drittstaatentransfer absichern sollen. Zentrale Frage hier wird sein, inwiefern diese Klausel 14, bereits ja auch schon heiß diskutiert in der Datenschutzszene, inwiefern diese Klausel 14 einen risikobasierten Ansatz ermöglicht oder eben nicht. Hier sind ja doch durchaus entgegenstehende Meinungen im Raum. Zum einen eher so auf aufsichtsbehördlicher Seite, die auch insbesondere die DSK, die, glaube ich, eher in die Richtung gehen werden, zu sagen, dass eben dieser risikobasierte Ansatz nicht möglich ist, währenddessen natürlich die Praxis oder auch die Unternehmen schon darauf hoffen werden, dass eben dieser risikobasierte Ansatz in einer gewissen Art und Weise möglich ist, um eben dann dieser durchaus schwierigen Lage, dass ich personenbezogene Daten in das Drittland übermitteln möchte, dass ich die in irgendeiner gewissen Weise dann auflösen kann. In Klausel 15 sind dann noch gewisse Pflichten des Datenimporteurs geregelt, die insbesondere dann greifen sollen, wenn ein behördlicher Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die von der Übermittlung umfasst sind, droht oder auch erfolgt. Es reicht dann von Benachrichtigungs- und Informationspflichten gleichzeitig auch zu einer Überprüfungspflicht dieses behördlichen Zugriffs und einer Abwehrpflicht. Also das heißt, gerichtliche
Möglichkeiten anzustrengen, diesem Zugriff zu entgehen oder diesen abzuwehren. Da wird sich dann auch zeigen, inwiefern diese Pflichten, wie die durch die in den Drittländern ansässigen Unternehmen gelebt werden, umgesetzt werden und ob auch vielleicht diese erhöhten Pflichten aus Klausel 15 auch von den Unternehmen versucht werden, durch Kosten oder zusätzliche Gebühren irgendwie abzufedern, weil das eben für sie durchaus auch ein erhöhter Aufwand bedeuten wird. Noch kurz im Schnelldurchlauf weitere kleinere Änderungen, die aber durchaus auch interessant werden. Beispielsweise sind in Klausel 8, werden dann in Abhängigkeit des gewählten Moduls sind gewisse DSGVO-Grundsätze damit eingebunden. Also beispielsweise, wenn ich jetzt das Modul auswähle, das Zweier, was die Auftragsverarbeitungskonstellation im Blick hat, dann sind dort gewisse Grundsätze eingebunden, die eben auch, die man auch bereits kennt aus Auftragsverarbeitungsvereinbarungen. Ich greife gleich den letzten Punkt vor. Nach Erwägungsgrund 9 des Durchführungsbeschlusses ist die EU-Kommission der Ansicht, dass eben die Standardvertragsklausel aus Modul 2 alle Anforderungen an eine AV-Vereinbarung erfüllt, sodass auch eine durchaus Erleichterung für die Praxis dann die Möglichkeit besteht, dass dann nur noch eine Standardvertragsklausel abgeschlossen wird und wir nicht mehr diesen Doppellauf zwischen Auftragsverarbeitungsvereinbarung und zusätzlich vereinbarter Standardvertragsklausel haben. Klausel 7 ermöglicht dann, ist eine optionale Regelung, es ist dann auch vor allem in der Praxis zu prüfen, inwiefern derjenige, der mir vielleicht eine Standardvertragsklausel vorlegt und stellt, ob der von dieser Kopplungsklausel Gebrauch macht oder nicht. Die ermöglicht das Beitreten Dritter, wird unter Umständen auch interessant, wenn ich irgendwie kompliziertere Datenverarbeitungsverhältnisse oder Lieferketten zum Beispiel habe. Das wird sich dann auch in der Praxis herausstellen, inwieweit diese Klausel 7 und wo sie Sinn ergibt. Wenn ich in der Lage oder wenn ich in der Situation bin, dass ich Standardvertragsklauseln meinem Vertragspartner anbiete, ist auch auf jeden Fall anzudenken und daran zu überlegen, ob ich eben von dieser Klausel 7 Gebrauch mache. Sind dann noch einige weitere Pflichten des Datenimporteurs geregelt. Insgesamt ist dann das Pflichtenprogramm für den Datenimporteur, also der im Drittstaat ansässig ist, relativ umfangreich. Da wird man dann nochmal sehen müssen, ob in welchem Umfang und so diese Unternehmen diesen Pflichten auch nachkommen und wo es dann vielleicht auch hakt oder wo dann gewisse Pflichten vielleicht auch eher vernachlässigt werden oder nicht ganz so adäquat umgesetzt werden. In Klausel 13 und im Anhang ist dann auch noch die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenexporteur anzugeben. Klausel 17 und 18 werden nochmal interessant, weil hier die Möglichkeit besteht, für die Standardvertragsklauseln ein anwendbares Recht eines EU-Mitgliedstaats zu vereinbaren. Genau gleiches gilt dann auch für die Wahl des Gerichtsstandes. Einschränkung ist da, dass das Recht des EU-Mitgliedstaats ermöglichen muss, dass auch Dritte, die in den Standardvertragsklauseln auch in gewisser Weise für bestimmte Regelungen begünstigt werden, dass die dort ihre Rechte auch einklagen können. Das bedeutet, dass Verantwortliche durchaus auch noch vor dem Problem stehen, gegebenenfalls dann auch noch die Rechtslage in dem ausgewählten EU-Mitgliedstaat kurz anzuprüfen, ob eben dort diese Ermöglichung der Geltendmachung von Rechten Dritter möglich ist. Soweit im Schnelldurchlauf hier noch die kleineren Neuerungen zu beobachten bleibt eigentlich, soweit so klar eigentlich auch, inwiefern deutsche und europäische Aufsichtsbehörden mit den Standardvertragsklauseln umgehen werden, also welche Äußerungen, Verlautbarungen wir in den nächsten kommenden Wochen und Monaten hören werden und auch welche Handlungen die Aufsichtsbehörden ergreifen werden. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Spannend wird auch sein, denke ich, welche Anwendungsstandards sich entwickeln. Im Kopf kann man hier vor allem, denke ich, die großen US-amerikanischen Tech-Konzerne haben. Das heißt, wie die diese Standardvertragsklauseln in ihre Vertragswerke einbinden. Noch eine kurzer Einschub. Die Standardvertragsklauseln dürfen, soweit so bekannt, ja nicht verändert werden, weil sie ja sonst ihre Garantiefunktion verlieren. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, dass diese Standardvertragsklauseln in normale Verträge mit eingebaut werden. Wenn das passiert, ist natürlich das Problem, dass dann die Übersichtlichkeit vermutlich etwas leiden wird. Man wird eben sehen müssen, wie sich dort die Anwendungsstandards entwickeln. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass durch den Erwägungsgrund 7 und dort den Satz 2, der in der endgültigen Fassung jetzt neu eingefügt wurde, der in der
Entwurfsfassung von November 2022 noch nicht enthalten war, etwas Unklarheit besteht, wie denn der Anwendungsbereich von diesen Standardvertragsklauseln überhaupt einzuschätzen ist, wenn das Unternehmen, welches die personenbezogenen Daten übermittelt bekommt und eben nicht in der EU oder im EWR ansässig ist, das muss, glaube ich, ist nicht zwingend ein Auftragsverarbeiter, inwiefern die Standardvertragsklauseln überhaupt gelten können, wenn dieses Unternehmen über Artikel 3 und dann insbesondere Absatz 2 DSGVO dennoch der DSGVO unterliegt, ist irgendwie relativ unklar oder beziehungsweise etwas missverständlich formuliert. Hier ist aber auch schon angekündigt worden, dass die EU-Kommission hier FAQs zur Verfügung stellen möchte, um eben diese Frage beim Anwendungsbereich zu klären, der ja doch, wenn man ihn in die Richtung auslegen würde, dass dann die dann Standardvertragsklauseln gar nicht anwendbar sind, die Frage sich auf jeden Fall stellen würde, inwiefern sie dann überhaupt noch groß Sinn ergeben. Aber das bleibt auf jeden Fall abzuwarten, bis dort die FAQs vorhanden sind. Eben angesprochen schon die Möglichkeiten eines risikobasierten Ansatzes, ohne da jetzt noch vertiefter darauf eingehen zu wollen. Und natürlich die Entwicklung vor deutschen, mitgliedstaatlichen oder europäischen Gerichten bis hin zum EuGH und die Frage, ob vielleicht ein Schrems-III-Verfahren bald kommen wird. Kommen wird sicher, wie bald werden wir sehen. Da können wir uns, glaube ich, müssen wir uns keine Illusion machen. Schrems 3 und Schrems 4 wird es geben. Wir haben einen Podcast aufgenommen, Folge 10 unseres Herting FM Podcasts mit einer amerikanischen Kollegin, die meint, und der Satz, der mir da in Erinnerung geblieben ist, war, dass sie meinte, Mr. Schrems is still young, there will be certainly more decisions to come. Das teile ich. So, jetzt. Was sagen die Aufsichtsbehörden dazu? Vielleicht kurz der Blick nach Deutschland, Erik, und dann nochmal zum EDAP. Also in Deutschland gibt es ja, denke ich, für alle datenschutzaffinen Zuhörerinnen nichts Neues. Bereits eine koordinierte Kontrolle und Überprüfung von deutschen Landesdatenschutzbehörden. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alle 16 mit beteiligt sind oder ein bisschen weniger, die ja hier mit Prüfkatalogen oder auch mit Fragebögen agieren. Da ist auch zum Beispiel auf der Herting-Webseite ein Beitrag der Kollegin Corinna Grasmück und von Lasse Konrad eingestellt. Und zugleich gab es jetzt eine ganz relativ kurze Pressemitteilung der DSK zu den neuen Standardvertragsklauseln, die sich im Prinzip so zusammenfassen lässt, dass sie der Auffassung sind, dass sich auch mit den neuen Standardvertragsklauseln nichts an der Situation nach Schrems II geändert hat. Das heißt, dass eben diese ergänzende Prüfung und Einzelfallbewertung und zusätzliche Maßnahmen für Datenexporte weiterhin erforderlich sind. Noch kurz vielleicht den Europäischen Datenschutzausschuss anzusprechen. Der hatte jetzt auch in der vorvergangenen Woche, am 18. Juni war es, glaube ich, die Version 2 seiner Empfehlungen zu Maßnahmen zur Ergänzung von Übermittlungstools zur Gewährleistung des unionsrechtlichen Schutzniveaus für personenbezogene Daten veröffentlicht. Kommt jetzt hier auch in unmittelbaren Zusammenhang mit den Standardvertragsklauseln. Alle Beteiligten betonen immer, dass irgendwie sie ihre oder bei den Standardvertragsklauseln und ihre eigenen Veröffentlichungen eng miteinander abgestimmt haben. Wird sich dann auch noch herausstellen, inwiefern dort diese Leitlinien vom Europäischen Datenschutzausschuss, wie die zu berücksichtigen sind. Es ist auch dort jetzt hat zumindest in einer Nuance angedeutet, dass vielleicht dieser risikobasierte Ansatz möglich sein wird. Alles Weitere, aber wie gesagt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Prima, dann ich habe den Beitrag mal kurz in den Chat gestellt und jetzt kommt hier in den Fragen auch der Hinweis, vielen Dank dafür, dass 13 Aufsichtsbehörden da wohl mitmachen. Jetzt nochmal kurz, Nicole, der Blick zum EDAP und auch hier nochmal das, was du vorhin schon angesprochen hattest, die Anleitung, die es da gibt, ne? Genau, aber eben diese Anleitung ist jetzt noch unabhängig von den neuen Standardklauseln. Von dem her ist das nur mal eine provisorische Hilfestellung. Das ist dieser Anhang 1, der eben hilfreich ist betreffend der Prüfung der Rechtslage. Ich habe hier nur einen Ausschnitt hingetan auf unserem
In unserem Beitrag auf unserer Webseite finden Sie diesen Anhang separat plus eigentlich die ganze Anleitung des AdOps. Aber was für Sie interessant ist und was Sie mitnehmen sollten, ist, dass der AdOp dort drin sehr wohl einen risikobasierten Ansatz zulässt. Das bedeutet, für Datentransfers mit nicht hohem Risiko sind weniger hohe Anforderungen zu stellen und ist ein Datentransfer meines Erachtens weiterhin ohne weiteres möglich. Wo wir dann in andere Risikokategorien kommen, ist es ein anderes Thema. Da kann man das vielleicht lösen mit Datensegregation oder anderen Mitteln, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Ich glaube, wir müssen einen Haken dran machen an den risikobasierten Ansatz. Wozu machen wir einen Datentransfer-Assessment, wenn das unabhängig vom Risiko immer selber gelten soll? Also aus meiner Sicht muss es so kommen, dass man da auf den, dass man natürlich schauen muss, welche Risiken da involviert sind. Deshalb machen wir den ganzen Bohai. Aber vielleicht da, Martin, oder bei gewissen Querschnittsapplikationen ist es dann natürlich schwierig, oder? Zum Beispiel bei Microsoft 365 ja. Teams und SharePoint etc. Oder anderen, da dürfte es dann schwierig sein, weil da eine Datensegregation wirklich nicht so einfach ist durchzusetzen. Mhm. Weil selbst wenn man zum Beispiel HR-Daten ausgliedert in ein anderes Tool, dann erstellt man ja trotzdem Zeugnisse mit Word etc. Also ist nicht ganz so einfach, wie es immer tönt. Aber hallo, so ist es wohl. Jetzt ganz kurz noch, Erik, der Blick auf das Zeitfenster, die Zeitschiene. Jetzt haben wir es gerade ganz neu veröffentlicht, seit Anfang letzten Monats, wie geht es jetzt weiter? Hier, also Timeline ist, also den Beginn hatten wir eben schon, 4. 7. Juni. In Kraft sind sie jetzt, also 20 Tage nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt seit dem 27. Juni 2021, können angewendet werden, parallel aber noch zu den alten Standardvertragsklauseln, wird insbesondere, denke ich, interessant bei bereits laufenden Vertragsverhandlungen. Die alten Standardvertragsklauseln können inklusive dem 26. September 2021 noch angewendet werden. Ab dem 27. September 2021, also in nicht mal mehr 3 Monaten, muss ich zwingend dann die neuen Standardvertragsklauseln anwenden. Und ich habe dann noch als letzten Punkt so eine Art Bestandsschutz für alte Standardvertragsklauseln, die dann eben der insgesamt 18 Monate seit dem 27. Juni 2021 gilt. Das heißt, aber ab dem 27. Dezember 2022 muss dann wirklich die komplette Umstellung erfolgt sein. Wichtig ist natürlich aber auch, dass dieser Bestandsschutz in Anführungszeichen auch nur gilt für diese Standardvertragsklauseln, die schon auch die Schrems II Anforderungen berücksichtigen. Das bedeutet, wenn ich jetzt noch Standardvertragsklauseln aus dem Jahr 2019 rumliegen habe, habe ich unter Umständen Probleme, hier mich auf diesen Bestandsschutz zu berufen. Ja, sei denn, ich habe Additional Safeguards irgendwie gesondert implementiert, aber genau, das ist natürlich das Thema. Das heißt, es ist ja jetzt schon Aktion in diesem Sommer anzuraten, ne? weil wenn ich jetzt also munter einfach auf das alte Template zurückgreife, dann bin ich ab dem 27. September nicht mehr safe und kann eben nicht mehr davon ausgehen, dass die Privilegierungswirkung eintritt. Und ohnehin, das ist ja jetzt so ein bisschen der Eindruck, der sich breit macht, sind die neuen Vertragsklauseln natürlich schon besser geeignet, so die Konstellation abzubilden und auch insgesamt einfach besser, weil sie ja mit Blick auf die DSGVO und nicht auf die alte Richtlinie erstellt worden sind, sodass auch deshalb Sinn macht, sich dessen anzunehmen. Ja, was heißt jetzt dessen anzunehmen? Was machen wir jetzt konkret? Wir haben uns ein bisschen überlegt, wie man da jetzt vorgeht. Und haben jetzt angefangen, ja klar, Bestandsaufnahme als ersten Punkt. Natürlich sollte man, haben Sie ja sowieso alle eine Bestandsaufnahme gemacht, spätestens seit Schrems II geschaut, welche Datenübermittlungen haben wir. Wenn das ausnahmsweise nicht der Fall sein sollte, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, damit einmal anzufangen. Wir haben hier ein paar typische Fälle aufgeschrieben. Also ja, natürlich denken die Online-Marketing-Leute zuerst an die eigene Website und Analytics und so weiter und alle Tools. Aber selbstverständlich wird bei Ihnen in Unternehmen deutlich mehr Datentransfer ins Ausland geben. Ihr CRM-System,
Sie werden Tochter, Schwester, Muttergesellschaften im Ausland haben, im EU-Ausland haben. Und wie es Nicole gerade gesagt hat, dann eben da vielleicht auch Mitarbeiterdaten transferieren. Sie mögen im Ausland produzieren lassen und haben deshalb auch die Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland. Die Konstellationen sind natürlich vielfältig. Es bietet sich an, mal ins eigene Verfahrensverzeichnis oder Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu schauen. Da sollte idealerweise alles drin sein, wenn nicht auch ein guter Anlass, das herzunehmen und zu aktualisieren. Also Bestandsaufnahme wäre mal das Erste. Nicole, Erik, ihr grätscht einfach rein. Ansonsten würde ich sagen, nächster Punkt. Ja, Nicole, vielleicht sagst du mal kurz Anpassen von Vorlagen. An welche Vorlagen würdest du denn jetzt als erstes denken, die man anpassen muss? Also die eigenen SCCs-Templates sollte man erstellen. Wir haben vorher gesehen, in puncto anwendbares Recht, in puncto Gerichtsstand etc. Aber es gibt auch andere Themen, die man noch anpassen kann, weil die SCCs in Zukunft standalone sind. Das heißt, es braucht keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mehr wie bis anhin. Dies bedeutet aber, dass man allenfalls unternehmensspezifische Regelungen, was die Auftragsverarbeitung betrifft, eben noch in einen Anhang der SEC einbinden sollte. Wir würden empfehlen, dass man das in einem Anhang macht, weil das einfach auch einfacher ist, dann durchzuchecken und zu diskutieren. Und was wir auch gesehen haben, ist eigentlich der Punkt Haftung. Dort gibt es in Zukunft nicht mehr so viel Spielraum. Das ist nicht mehr nur gegenüber der betroffenen Person, sondern eben auch im Innenverhältnis. Und das ist nicht zu Ungunsten abänderbar. Also wenn man den Scope ausdehnt, das ist möglich in einem Anhang, aber ihn zu beschränken, das ist nicht möglich. Und da kommt es halt darauf an, ist man Kunde oder ist man Lieferant, wie dann da die Anforderungen sind. Gegenüber Großunternehmen ist das natürlich dann immer so eine Sache. Da kann man eigentlich nur verhandeln, wenn man große Voluminas hat. Darum ist es ratsam, den Einkauf darauf zu trimmen, dass er das immer im Gesamtpaket verhandelt gegenüber den großen Anbietern und nicht so scheibchenweise, weil dann bringt man das Volumen nicht auf den Tisch. Aber wenn man das Volumen hat, kann man durchaus verhandeln und auch selbst bei Microsoft Sachen bewirken, die einem dann vielleicht nicht in der aktuellen Version der Templates, aber dann in der nächsten Version der Templates auch wieder dienen. Genau. Also das ist das, was wir empfehlen würden. Machen Sie Ihre Standard Contractual Clauses parat. Das ist mal Genau, das schon eine, alleine, oder? Ja. vielleicht, genau, wie du schon gesagt hast, schon alleine, um eben eine einfache Möglichkeit zu haben, zu checken, wo die Abweichungen sind. Wenn dann der Lieferant kommt mit seinen nagelneuen SCCs, die zugleich Auftragsverarbeitungsvereinbarungen sind, dass man dann eine einfache Möglichkeit, dass man da jetzt nicht steht, oh je, was ist das jetzt, sondern dass man dann eine einfache Möglichkeit hat, abzugleichen, wo weicht das eigentlich von dem, was wir gerne hätten, mal abgesehen vielleicht vom Gerichtsstand, ab und wie, Genau. dass man da sozusagen ein Muster hat, um das einfach gegenzuchecken, wenn man sich nicht mit dem Muster durchsetzen kann, ne? Genau, und vice versa heißt das natürlich auch für zum Beispiel den Einkauf, dass der eine Checkliste hat für Must-Haves, Klauseln, die drin sein müssen. Also A, mal welche Rolle das man hat, dass man weiß, welche Module, aber eben auch die für das Unternehmen zwingenden Zusätze, dass die dann halt trotzdem auch noch drin sind. Genau. So, dann kommt unser nächster Punkt, den hast du jetzt im Prinzip schon ein bisschen mit angesprochen. Wenn ich sozusagen mir selber Gedanken gemacht habe dazu, was hätten wir denn gerne und die Konstellationen, die sich ja schon aus der Bestandsaufnahme ergeben, vielleicht identifiziert haben und vielleicht mit zwei, drei Standards dort arbeitet, dass man dann schaut, ja, wie kommen wir denn jetzt eigentlich zu einem neuen Regelwerk mit unseren Dienstleistern? Und dann ist jetzt schon unsere Empfehlung, proaktiv auf die Dienstleister zuzugehen. Die Großen haben natürlich alle, werden natürlich selbst reagieren, aber so ganz drauf verlassen würde ich mich da jetzt schon nicht, sondern wenigstens mal bei dem Ansprechpartner dort nachhaken.
Ja, zeigt sich ja beispielsweise auch, dass der eine oder andere US-amerikanische Dienstleister als ein Jahr oder knapp ein Jahr nach Schrems 2 irgendwie immer noch das Privacy Shield mit in seinen Datenschutzinformationen eingebunden hat, so dass natürlich dort auch vielleicht die Priorität bei diesen Dienstleistern nicht auch immer die höchste ist bei diesen Themen und man da auf jeden Fall selber aktiv werden sollte. Bei der Prüfung, wenn man dann welche vorgelegt bekommt, sind eigentlich drei Themen zentral. Zum einen natürlich ganz wichtig ist zu prüfen, dass der Kern der Standardvertragsklausel nicht abgeändert wurde, weil sie dann, wie angesprochen, bereits die Garantiefunktion verlieren. Von welchen Auswahlmöglichkeiten hat der Dienstleister gegebenenfalls auch also Gebrauch gemacht, auch schon angesprochen gehabt von uns. Und gegebenenfalls, welche zusätzlichen Bedingungen hat er denn noch mit inkorporiert und eingebaut, die ich auch auf jeden Fall halt prüfen muss und auch sehen muss, nicht, dass ich was unterschreibe und dann am Ende nicht weiß, was im Vertrag drin steht. Genau, da könnte man auch noch anhängen, eigentlich die Prüfung der Rechtslage eben gemäß dem Anhang unseres ADEPS. Ich bin mir nicht so ganz schlüssig im Moment noch, je nachdem, wie man dann mit den entsprechenden Antworten umzugehen hat. Das ist eine Frage, die ich dann unserem ADEPS bei nächster Gelegenheit stellen werde. In der Konsequenz würde das bedeuten, dass dann gewisse Verfahren nicht zulässig wären. Auch hier wieder mit risikobasiertem Ansatz würde das bedeuten, dort, wo wir vor allem sensitive personenbezogene Daten haben, also personenbezogene Daten der speziellen Kategorie. Genau, so, jetzt sind wir schon bei speziellen Kategorien und bei dem Transfer Impact Assessment. Ja, wir haben das jetzt nur aus Anlass von Schrems 2 und Standardvertragsklauseln jetzt für Mandanten in den letzten Monaten natürlich gemacht. Für Russland, für Südkorea, Mexiko, ein paar andere Länder. Ja, das wird man sicherlich erneuern müssen. Und ja, eben risikobasierter Ansatz, natürlich auch jeweils mit Blick auf die konkreten Datenkategorien, ne? Also man muss sozusagen sich in die Länder anschauen, in die es geht und auch die Kategorien von Daten, um die es dort geht. Das wäre das TIA. Dann Prozesse. Ja, das nutzt natürlich alles nichts, wenn man in der Theorie super Muster hat und jetzt auch die größten angesprochen hat. Ja, es ist sicherlich ratsam, Nicole hat es gerade schon gesagt, auch dem Einkauf an die Hand zu geben, was man beachten muss. Oder wenn es Thresholds gibt, wo der Einkauf gar nicht tätig wird, dass man dann eben auch zum Beispiel im Marketing, da bin ich ja nun auch viel zu Hause, den Leuten entsprechend sagt, also lasst euch nicht damit abspeisen, dass euer Tool-Anbieter sagt, das ist alles verhasht, alles kein Problem, sondern es bleiben personenbezogene Daten und ihr habt einen Datentransfer ins EU-Ausland und die müssen sich eben überlegen, auf welche rechtliche Grundlage sie das stützen wollen als Dienstleister. Und wenn die eben wenn die immer noch was vom Privacy Shield erzählen, dann muss man dann möglicherweise auch irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, den können wir halt nicht mehr verwenden. Auch das gehört natürlich dazu, wenn man so einen Prozess integriert. Gut, Umsetzungsfahrplan ist klar, ne? Vielleicht eins, weil das hatte ich gerade schon im Nebensatz erwähnt. Ja, was sicher Sinn macht, ist, sich, wenn man die Bestandsaufnahme gemacht hat, mal die 10 größten rauszusuchen, mit denen man als erstes mal in die BIT gehen sollte und jedenfalls mal ein Gefühl dafür entwickeln sollte, ob die jetzt sowieso schon arbeiten an neuen Templates als auf Dienstleisterseite oder ob man da den Druck erhöhen muss. Ja, und wenn von Ihnen ja nur die Hälfte bei den großen Anfragen, dann wird der Druck schon sicherlich immer höher werden. Ja, laufende Vertragsverhandlungen. Da weiß ich gar nicht, wie der Punkt in die Slide kam. Wer von euch beiden möchte dazu was sagen? Also nur kurzer, also mein Gedanke war oder ist, dass man einfach jetzt mit laufenden Vertragsverhandlungen sich irgendeine Art einen Umgang überlegen sollte, ob man quasi jetzt diese alten Standardvertragsklauseln noch in laufenden Vertragsverhandlungen abschließt, mit der Folge, dass ich sie irgendwann auswechseln muss oder ich halt in den laufenden Vertragsverhandlungen einfach schon darauf bestehe, dass die neuen mit eingebunden werden. Das wird dann aber, denke ich, einzelfallabhängig zu beurteilen sein.
Gleichzeitig macht es natürlich Sinn, auf die neuen zu wechseln, weil sie, klar, sind neu, die anderen laufen ab. Gleichzeitig bieten sie mir ja auch, wie wir schon dargestellt hatten, durchaus auch die eine oder andere Erleichterung. Und genau, sind also das zu verschlafen oder irgendwie aufzuschieben und auf die lange Bank zu strecken, ist, denke ich, nicht ratsam. Ja, nein. In Hinblick auf die Haftung, wenn ich Datenimporteur bin, also Lieferant, dann könnte ich durchaus ein Interesse haben, meine potenzielle Haftung so weit wie möglich hinauszuschieben und eigentlich erst auf den letzten Drücker die SECs, die neuen, abzuschließen. Nur das heißt natürlich für Sie als Kunde, ja, auf zuhörender Seite ist es wahrscheinlich eher andersrum. Ne? Und dann, ja, also es ist ja, wie es immer ist, ne? Wenn es sich schlank erledigen lässt, dann sollte man das sicherlich versuchen. Wenn es jetzt ein Riesendrama wird, weil man da jetzt noch den Datenschutz involvieren muss und der Sales-Kollege auf der anderen Seite sagt, wenn wir das jetzt machen, dann verzögert sich hier alles, dann mag das auch vertretbar sein, darauf noch erstmal zu verzichten. Aber generelle Marschrichtung sollte natürlich schon sein, jetzt nachdem man sich einen Überblick verschafft hat und mal ein Grundmuster für sich erstellt hat, dann auch jedenfalls mal tendenziell darauf zu bestehen, die neuen Klauseln jedenfalls als Auftraggeber zu verwenden. So, Dokumentation müssen wir, glaube ich, nicht nochmal ganz im Einzelnen drauf eingehen. Das ist klar, dass man das machen sollte. Und natürlich, wenn ich mal für ein Verfahren und ein Land ein TIA gemacht habe, dann macht es schon Sinn, das so abzulegen, dass man es für ein vergleichbares Verfahren in 1,5 Monaten noch findet. Das, kurzer Einwurf von meiner Seite ist auch, es ist nicht, also klar, es ist natürlich ratsam, das zu machen. Gleichzeitig sind in den neuen Standardvertragsklauseln ist aber auch festgehalten, die eine oder andere Pflicht, nicht nur für den Importeur, sondern auch für den Exporteur, dass diese Dokumentation auch gemacht werden muss und auf Anfrage dann natürlich auch Aufsichtsbehörden vorgelegt werden muss. Ja, das heißt, Punkt, ja. Das ist nicht nur eine interne Spielerei in Anführungszeichen, sondern dient mir ja auch, meine Erwägungen, Bewertungen, Einschätzungen, die auch irgendwie zu Papier zu bringen und festzumachen, sodass ich mich dann im schlimmsten Fall auch mit diesen irgendwie Wehren verteidigen kann. Genau. Letzter Punkt auf der Liste ist, ja, sagst du noch, Nicole? Zu Papier oder in ein Tool, ja. Wo wir auch unterstützen können, wenn man es toolbasiert macht. Mit Papier meinen wir unsere Bildschirme. So, letzter Punkt hier noch, fortlaufende Beobachtung der weiteren Entwicklung ist klar. Ich will nur warnen vor, das ist also, sage ich, in jedem Seminar, was mit Datenschutz zu tun hat, ja, damit meinen wir nicht, ja, irgendwie Landgericht Berlin hat irgendwie hier ein kleines Urteil gesprochen oder ja, noch schlimmer, meine Lieblingsbehörde hier in Berlin hat irgendwie ein kleines Papier rausgegeben. Ja, natürlich muss man das in Beobachtung halten, aber wenn Sie erstmal einen Weg gefunden haben und ein Verfahren für sich festgelegt haben und eine Variante, ein Muster erstellt haben, dann sollten Sie sich aus meiner Sicht nicht beunruhigen lassen und jetzt gleich wieder aus der Bahn werfen lassen, alles wieder über den Haufen werfen, nur weil irgendeine Behörde irgendetwas gesagt hat. Ja, Wiedervorlage ist natürlich hier nicht 5 Jahre, sondern kürzer. Aber ich rate ab davon, jetzt immer wieder neu alles sofort zu assessen, nur weil irgendein Anwalt auf seiner Website irgendetwas geschrieben hat. Insofern ein bisschen da auch Augenmaß walten lassen. Vielleicht hier kurz zur Schweiz. Hier müsste man auf dem Radar halten, Angemessenheitsbeschluss der EU gegenüber der Schweiz. Das könnte doch dann ein bisschen wackeliger werden, wenn die Schweiz plötzlich Drittstaat mit nicht angemessenem Datenschutzniveau wird. Und natürlich auch, was jetzt unser EDOP da sagt im Zusammenhang mit SECs. Aber wenn Sie uns folgen auf der Webseite oder unserem Newsletter, dann bekommen Sie das von uns mit. Genau. So, ich glaube, das, was es zu tun, können wir ein bisschen überspringen, weil das, ja, dass Sie die Datenschutzinformationen anschauen sollten und da jetzt hoffentlich nichts vom Privacy Shield steht, versteht sich von selbst, haben Sie ohnehin alles im Griff. Dass es generell andere Maßnahmen noch gibt, Bring Your Own Key, ja, oder die von Nicole vorhin schon angesprochene Datensegregation ist klar und auch sicherlich bisweilen die bessere Variante gegenüber jetzt irgendwie sich ein Riesenaufwand in irgendwelche Verhandlungen von SECs
stecken. Ja, dass es noch viel weitere Punkte gibt, die man beachten muss und jetzt es ist ihnen nicht einfach damit getan ist, jetzt irgendwie Paperwork oder Bildschirmwork zu betreiben, ist klar. Stattdessen, Nicole, würde ich dir nochmal kurz Gelegenheit geben zu sagen, was wir jetzt eigentlich schon machen, seit Schrems 2 und jetzt auch mit den neuen SCCs. Und Sie bitten, wenn Sie noch Fragen haben, die nochmal in das Fragentool zu schieben, dann könnten wir die gleich noch beantworten. Aber Nicole, vielleicht sagst du ganz kurz, was wir so machen in diese Richtung. Genau, also wir können natürlich unterstützen im Zusammenhang mit überlassenen Standardvertragsklassen prüfen, eben diesen drei- bzw. vierstufigen Check, den Erik jetzt vorher gerade erwähnt hat, also sprich über Übereinstimmung mit den Templates, Übereinstimmung mit ihren Must-Have-Katalogen, Übereinstimmung mit dem Schweizer Recht etc. Das können wir gerne prüfen, wir können das auch sehr breit ausrollen. Wir haben einen großen Pool an Mitarbeitern diesbezüglich, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Dann können wir unterstützen bei der Erstellung von Mustervorlagen, also ihren unternehmensspezifischen Anforderungen diesbezüglich noch. Wir können auch unterstützen, zum Beispiel bei Neuverhandlungen. Also wenn Sie jetzt auch lieferantenseitig bereits solche Sachen bekommen, Aktualisierungen etc. oder auch einen allfälligen, noch darüber hinausgehenden Schrems 2-Check. Wir können auch unterstützen, das würden wir Ihnen auch ans Herz legen, dass Sie das von sich aus auch machen, dass Sie ein Template erstellen für ein Transfer Impact Assessment, um das dann standardisiert dokumentieren zu können. Also da können wir unterstützen, aber natürlich auch bei dieser Durchführung eines Transfer Impact Assessments und selbstverständlich auch für die ganzen Prozesse, also sprich das Aufsetzen, das Schulen der Mitarbeiter im Procurement, im Verkauf, im Einkauf, vice versa oder eben auch in ihrem Legal Department hier und weltweit. Das ist das, was wir jetzt ganz spezifisch auf die SECs anbieten können. Martin, haben wir was vergessen diesbezüglich? Nee, ich glaube, das ist schon zum Teil. Kommen Sie auf uns zu, oder? Ja, genau. Würde ich auch so sehen. Ja, Muster, ja, oder Verhandlungen ist mir nur noch gerade eingefallen, natürlich auch auf der anderen Seite. Bei den Lieferanten werden es im Zweifel mehr sein. Also wenn ich Lieferant bin, da aber man versucht natürlich noch mehr die Standards durchzusetzen. Aber es ist eben insofern SEC ein bisschen andere Rolle als vorher, als dass man eben schon mehr Spielraum hat und insbesondere, wenn es dann zugleich die AV-Vereinbarung sein soll, natürlich dann auch nochmal ein paar andere Sachen zu beachten hat als, ja, und vielleicht auch als Auftraggeber wichtiger ist, als es vielleicht in der Vergangenheit mit den alten Klauseln war, wo der Spielraum natürlich noch geringer war. Gut, ja, vielen Dank schon mal bis hierher. Wir haben hier nochmal die Ansprechpartner, jedenfalls mal Nicole und mich mit aufgenommen. Ich würde, Erik, für dich eine Frage stellen. Wir haben ein paar Fragen noch gehabt, die ich zwischendurch schriftlich beantwortet habe oder die wir haben eingeflochten in unsere Ausführungen. Aber hier war noch die Frage, sind die Standardvertragsklauseln, ja, wie läuft es nochmal vielleicht fürs Wissen nochmal aus mit den Modulen? Also muss ich dann die anderen Sachen rauslöschen oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ja vorhin in den Chat getan, wie das jetzt erstmal aussieht im Amtsblatt. Ja, wie gehe ich um mit den verschiedenen Modulen? Also ich hoffe, du hast die richtige Veröffentlichung erwischt, natürlich. Und klar, also ich habe jetzt dann eine komplette Standardvertragsklauseltext vorliegen. Und muss dort dann halt mich erstmal orientieren und zurechtfinden, was durchaus auch schwierig ist. Und dann, wenn ich dann meine konkrete Situation identifiziert habe, ich nehme jetzt als Beispiel die Situation, dass ich als Verantwortlicher innerhalb der EU sitze oder des europäischen Wirtschaftsraums und meinen Auftragsverarbeiter eben im Drittland und ich dann eben dieses Modul 2 nehmen möchte, dann wähle ich natürlich alle Sachen, die vor der Klammer stehen, die allgemeingültig sind, die muss ich behalten, klar. Und dann individuell für die Konstellation, hier die Auftragsverarbeitung,
wähle ich dann nur die Sachen noch aus, die eben für dieses Modul 2, das ist dann auch in den Standardvertragsklauseln, in dem Text auch als Modul 2 bezeichnet, wähle ich dann aus und den Rest kann ich rauswerfen. Ist auch, denke ich, auf jeden Fall zu empfehlen, bevor da irgendwie Sachen mit auf oder Bestimmungen mit aufgenommen werden, die für das jeweilige Verhältnis überhaupt nicht zutreffend sind. Das sorgt ja nur für zusätzliche oder weitere Probleme. Es ist auf jeden Fall anzuraten, diese nicht erforderlichen Sachen dann für die jeweilige Konstellation rauszunehmen. Gleichzeitig muss man natürlich aufpassen und schauen, dass man nicht zu viel rausschmeißt oder zu wenig. Und genau, ist auf jeden Fall mit Aufwand verbunden. Man muss sich erstmal ein bisschen orientieren da drinnen. Und deswegen aber auch von uns die ganz klare Empfehlung und ans Herz gelegt, diese Modul 4 vielleicht auch weggelassen, was wohl, glaube ich, eher ein bisschen ein Spezialfall sein wird. Aber dass man für die anderen drei Module sich das mal ein bisschen auseinanderpflückt, sich jeweils ein eigenes Muster baut, um dann insbesondere auch, wenn ich eine Standardvertragsklausel vorgelegt bekomme, es relativ schnell und direkt abgleichen zu können, ob derjenige, der sie mir vorlegt, alles beachtet hat oder ob er hier eben auch diese irgendwelche zusätzlichen Bedingungen mit integriert hat. Genau, prima. Jetzt haben wir es 11 Uhr und ich werde in den Fragen darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Hausaufgaben am Anfang nicht gemacht habe. Nächstes Mal machen wir das wieder mit Jessica, die das viel besser macht. Natürlich bekommen Sie die Präsentation im Nachgang. Sie bekommen heute oder morgen eine Mail von uns, wo Sie auch nochmal einen Link zu der Aufzeichnung mit drin haben. Und da ist natürlich auch die PowerPoint mit dabei. Ja, es gibt offenbar keine weiteren Fragen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei euch beiden, Nicole, Erik, für diese Darstellung. Und noch mein Rat, wenn man es einmal gemacht hat und sich damit auseinandergesetzt hat und mal so ein neues Template sich erstellt hat, dann ist es auch gar nicht mehr so wild, wie es jetzt da jetzt erstmal auf Papier oder auf dem Bildschirm aussieht. Ja, vielen Dank von mir und allen noch einen schönen Tag. Danke dir, Martin. Tschüss. Ciao.